Hallo zusammen, ich erzähle euch heute ein bisschen was über die Modellflugerprobung unseres AKX 1-2 Modells hier. Das AKX 1-2 Modell wurde gebaut, um diese doch sehr eigene Flugzeugkonfiguration zu testen. Es gibt ja auch sehr wenig Erfahrungswerte. Wir testen damit zum einen das Trudeln, was entsprechend auch ein bisschen gefährlich sein kann. Deswegen wollten wir das vorwiegend mit dem Modell eben testen, um es nachher mit der richtigen AKX vielleicht eher weniger machen zu können oder zumindest zu wissen, was man dann erwarten kann. Und zum anderen haben wir auch verschiedene Sensoren eingebaut, zu denen ich später noch was sage, mit denen wir eben verschiedene Flugdaten aufnehmen und Kennwerte des Flugzeugs bestimmen, um einfach die ausgelegten Kennwerte zu bestätigen bzw. einfach vergleichen zu können. Wir haben zum einen mal den Rumpf. Der Rumpf hat ein einziehbares Bugfahrwerk. Das Bugfahrwerk ist im Gegensatz zum Hauptfahrwerk einziehbar, einfach weil das auf die Aerodynamik einen größeren Einfluss hat. Dann, wenn man sich die Tragflächen anschaut, die Tragflächen, die sind aus Kohlefaser gebaut und haben eine Spannweite von 7,5 Metern und haben jeweils 4 Steuerflächen. Das wären zum einen mal die 3 Steuerflächen an der Tragfläche selber, die Flap-Elevons genannt werden, da sie eben das Höhenruder, das Querruder und die Wölbklappen in einem kombinieren und dadurch gibt es eben diesen komischen Namen. Dann haben wir noch das Seitenruder. Das Seitenruder befindet sich auch relativ unüblich in den Winglets des Flugzeugs. Und zuletzt noch die Bremsklappen. Die Bremsklappen sind ja klassisch wie bei jedem anderen Segelflugzeug ungefähr mittig auf der Tragfläche, um eben die Sinkgeschwindigkeit einstellen zu können. Erstmal nach vorne an der Spitze kann man sehen, das Prandtlrohr, das wird benutzt, um den Gesamtdruck und den Statikdruck aufzunehmen. Bisschen weiter dahinter diese vertikale Blechröhre, das ist eine Tech-Düse, die nimmt den kompensierten Druck auf. Das Innenleben vom Modell möchte ich euch jetzt auch noch ein bisschen erklären. Wir haben 2 Empfänger, den einen sieht man hier glaube ich im Bild nicht, der andere ist hier hinten, einfach um ein bisschen Redundanz zu haben, falls einer mal gerade keinen Empfang hat. Dann haben wir hier 2 Akkus, die für die Flugelektronik sind, also hauptsächlich für die Servos. Und hier die Powerbox, die eben die Steuereingaben für die Servos erzeugt aus den Signalen, die sie vom Empfänger bekommt. Dann haben wir hier, was für unsere Flugerprobung ziemlich wichtig ist, einen GPS-Logger und einen anderen Datenlogger, einen Universallogger, die eben die Position, Höhe und Beschleunigung und eben die Geschwindigkeiten, die wir mit der Prandtlsonde unter anderem messen, aufzeichnen auf SD-Karten. Dann haben wir hier eine 360-Grad-Kamera und dazu noch eine Powerbank. Damit nehmen wir einfach Videos auf, um quasi mitfliegen zu können und das Trudeln besser auswerten zu können bzw. einzuschätzen. Hier an der Seite sieht man einen Bremszylinder. Der Bremszylinder ist für die Bremse am Hauptrad hier unter dem Flugzeug bzw. da, wo man diesen Kasten hier vielleicht sieht. Hinter der Kamera, ein bisschen versteckt hier, ist ein Flarm. Das Flarm ist ein Gerät zur Kollisionswarnung, falls ein anderes Flugzeug sich in der Nähe befinden sollte. Das machen wir einfach als zusätzliche Sicherheit, obwohl sonst der Flugplatz auch komplett gesperrt ist, während wir in der Luft sind. Hinten im Heck des Flugzeugs bzw. der Spitze, wie wir sie nennen, sieht man hier noch so eine halbe Gewichtsscheibe. Diese Gewichtsscheibe benutzen eben, oder die Gewichtsscheiben benutzen wir, um den Schwerpunkt des Modells zu verschieben. Da können wir bis zu 5 Stück reinmachen. Ja, mal noch zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen dem 1-2 Modell und dem manntragenden Prototypen. Man kann natürlich so einen Flugzeugentwurf nicht ganz einfach runterskalieren und exakte vergleichbare Ergebnisse bekommen. Zwar sind so die grundlegenden Flugeigenschaften schon relativ ähnlich, auch allein schon dadurch, dass der Maßstab des Modells ja relativ groß ist. Aber so ein paar Unterschiede gibt es dann eben doch. Wir haben zum Beispiel etwas andere Profile auf dem 1-2 Modell, weil die Reynolds-Zahlen niedriger sind, also das Verhältnis aus Trägheits- zu Zähigkeitskräften in der Strömung. Genauso ist das Zackenband weiter vorne aufgeklebt, als es dann relativ gesehen beim großen Flieger sein wird, um eben früher eine Transition in die turbulente Strömung zu haben.
und auch sind die Klappenausschläge beim Modell ein bisschen anders. Allein dadurch, dass man die bei den hohen Reynolds-Zahlen beim Prototypen, beim Manntragenden weiter ausschlagen lassen kann, zum Beispiel in der Landestellung. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere aerodynamische Kleinigkeiten, die sich etwas geändert haben. Strukturell wurde mit dem 1-2-Modell ja auch schon Standschwingversuch durchgeführt, um die Flattereigenschaften etwas abschätzen zu können. Daraufhin wurde auch der Strukturentwurf des manntragenden Prototypen nochmal leicht angepasst. Zum Beispiel ist der Pfeilungsknick in der Mitte, also beim Innenflügel, etwas entschärft beim manntragenden Prototypen und dadurch ändert sich auch leicht die Position des Rumpfes, der dann entsprechend weiter hinten sitzt, etwas kürzer ausfällt und für bessere Sicht auch nochmal etwas anders angestellt ist. Außerdem haben wir beim manntragenden Prototypen natürlich zwei komplett einfahrbare Fahrwerke und auch Fahrwerksklappen und andere aerodynamische Raffinenz dessen, die jetzt beim Modell nur für die Flugeigenschaften nicht so wichtig sind. Also jetzt noch ein paar Worte zum Ablauf von so einem Flug. Also am Anfang steht das Flugzeug vor dem Modell. Wir hängen das Seil ein in die Seilkupplung, die vorne in der Nase vom Flugzeug ist. Ja, und wenn wir sicher sind, dass alle Aufzeichnungsgeräte laufen, startet das UL mit dem Modell hinten dran. Und dann passiert meistens, gerade wenn die Schwerpunktlage sehr weit hinten ist, was ziemlich Lustiges und Untypisches. Das Modell hebt von selber ab und macht einen kleinen Satz. Manchmal ist das auch gar nicht mehr so lustig. Mucki musste da immer echt aufpassen, dass da nicht vielleicht zu extrem mal wird. Nachdem wir dann sicher gestartet sind, drehen wir ein paar Runden im Schleppzug um den Flugplatz, bis wir dann auf maximal 2500 Fuß über dem Boden sind. Das ist eben die Grenze vom unkontrollierten Luftraum, den wir nicht verlassen dürfen. Da klicken wir natürlich vorher aus, sortieren uns kurz, haben uns natürlich vorher einen Plan gemacht, was wir jetzt erproben wollen. Was haben wir uns da beispielsweise ausgedacht? Also wir haben eine bestimmte Schwerpunktlage, das wissen wir natürlich. Dann suchen wir uns aus, welche der drei Wölbklappenstellungen das Flugzeug einnehmen soll. Da haben wir die Speedstellung für schnellen Vorwärtsflug, normal, und die Thermikstellung. Das einfach, da verhält es sich jedes Mal unterschiedlich. Und dann gibt es zum einen die Neutralpunktflüge. Die sind ab diesem Ausklinken und nachdem die Wölbklappe eingestellt ist, ziemlich straightforward. Wir fliegen einfach die ganze Höhe in langen, möglichst geraden Bahnen ab, um eben ungestörte Messdaten, also ungestört durch Kurvenflüge, aufzunehmen. Oder, was natürlich sehr viel spannender ist, wir machen uns bereit fürs Trudeln. Das Trudeln leiten wir meistens ein, indem Mucki den Steuerknüppel sehr weit nach hinten zieht, also quasi in den Anschlag. Das allein reicht aber eigentlich noch nicht, dann muss man noch das Seiten- und das Querruder dazu nehmen. Geht auch aus dem Kurvenflug, aber meistens haben wir es so gemacht, dass wir einfach die Ruder in den Anschlag gebracht haben und dadurch das Modell dann ins Trudeln abgekippt ist. Das heißt, auf einer Seite reißt die Strömung ab und dann kippt das Modell in die Richtung ab und macht eben diese Drehbewegungen, die dafür typisch sind. Und was bei dem Trudeln sehr interessant ist, sind die Ausleitverfahren, die wir auch intensiv getestet haben. Auf was wir am Ende gekommen sind, was vermutlich die beste Methode ist, um ein eventuelles Trudeln bei der AKX auszuleiten, ist es, das Seitenruder voll gegen die Drehrichtung des Trudelns eben zu geben und dabei auch stoßhaft nachzudrücken, in den vollen Anschlag, nicht wie normal immer nur so ein bisschen nachlassen und ganz vorsichtig mit dem Höhenruder zu sein. Also wir brauchen da echt schon volle Ausschläge, um gerade bei den hinteren Schwerpunktlagen das Modell aus dem Trudeln zu bekommen. Wir sind sehr glücklich drüber, dass das eben bis jetzt immer gereicht hat. Und für Modellflieger hat das Modell natürlich viele interessante Punkte. Der eine Punkt ist, es ist ein zulassungspflichtiges Großmodell, weil es über 25 Kilo wiegt, und zwar deutlich über 25 Kilo, so zwischen 50 und 60 Kilogramm Abfluggewicht, je nach Konfiguration, ist schon ein ordentlicher Brocken, der da in der Luft liegt. Das zweite ist, wir haben das Modell nicht mit einem anderen Motormodell geschleppt, sondern mit einem
ja, manntragenden Ultraleichtflugzeug. Und das ist in der Regel nicht die Regel, denn das ist schlicht und ergreifend verboten. Aber wir haben mit langer Überzeugungsarbeit die Genehmigung gekriegt, eben diese Schleppzüge durchzuführen. Und in der Erprobungsphase hat sich auch gezeigt, dass es völlig unproblematisch ist. Und auch wenn die Distanzen zwischen dem Schleppzug und dem Mann am Boden relativ groß sind, war das Ganze trotzdem zwischenfallfrei. Ja, aber die größte Herausforderung am Projekt ist, dass es sich um Nurflügel handelt und nicht um ein normales Flugzeug. Und da ist eben der Unterschied, dass die Stabilität um die Querachse deutlich kleiner ist als bei einem Flugzeug mit Leitwerk. Ja, und gerade im Landeanflug ist das ein bisschen herausfordernd, weil ich eben nicht wie bei einem normalen Modellflugzeug einfach den Steuerknüppel loslassen kann und der pendelt sich in der Mitte ein und der Flieger hat einen konstanten Sinkflug, sondern das AKX-Modell will immer entweder hoch oder runter und man muss wirklich aktiv dagegen steuern. Das war die größte Herausforderung, aber es hat riesen Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über die AKX oder die AK Flieg Karlsruhe wissen wollt, dann schreibt uns eure Fragen gerne in den Kommentaren, besucht unsere Website, schaut die anderen Videos auf unserem Kanal an oder schaltet wieder ein, wenn das neue Monatsupdate am ersten Donnerstag im nächsten Monat online geht.